geärgert? Ich wollte nur wissen, ob du pünktlich bist. Ach, Peter, du wolltest nur kontrollieren, ob ich zu Hause bin. Sollte ich das nicht? Wenn du es für nötig hältst. Eben. Darum rufe ich hier an. Essen ist immer noch einer der schönsten Momente zwischen uns beiden. Früher gab es noch ein paar mehr. Ich habe nicht den Eindruck, dass du sie sehr vermisst. Ich denke, das siehst du falsch. Wirklich? Wann musst du wieder in der Praxis sein? Ich habe noch eine halbe Stunde Zeit. Peter, möchtest du nicht wieder deine Therapie aufnehmen? Nein, die Angst wird sowieso immer bleiben. Entschuldigung. Wollen Sie nicht zu uns kommen? Warum soll dein Freund alleine sitzen? Setzen Sie sich doch. Ich brauche euch ja nicht bekannt zu machen. Du sagst ja gar nichts. Warum machst du das? Weil das Spiel dann offener ist. Kann euch beiden doch nur recht sein. Dann hört diese idiotische Lügerei auf. Sie sind Freiberufler, wenn ich das richtig weiß? Ich arbeite als freier Journalist, ja. Wie haben Sie sich denn kennengelernt? Ich habe damals über Ihren Prozess berichtet. Damals hatte sie noch einen anderen Freund. Peter, bitte. Bin ja schon fertig. Ich muss jetzt doch gehen. Arbeiten. Ich wünsche euch beiden noch einen schönen Tag und wir sehen uns heute Abend, ja? Ja. Was machen wir jetzt mit dem angebrochenen Nachmittag? Zu mir? Ich habe keine Lust. Wann lässt du dich endlich scheiden? Scheiden ist gut. Du weißt, dass das nicht geht. Er braucht mich. Außerdem haben wir Gütertrennung. Ich würde nichts bekommen. Komm, lass uns von hier weggehen. Zeit schnell den Kaffee. Du solltest ihn beerben. Okay, jetzt hör auf mit deinen blöden Witzen. Oder soll ich dir einen Heiratsantrag machen? Ich dachte, deine Frau liebt dich so sehr. Was tue ich gerade? Der Bravo ruft Carlos. Ja,
Das ist ja eine Überraschung. Wieso das denn? Sie sind hier wieder. Wo ist Lubach? Lubach? Seit er aus dem Knast ist, ist er hier nicht mehr aufgetaucht. Wir haben ihn damals hier festgenommen. Vielleicht kommt er deswegen nicht mehr. Banküberfall mit Geiselnahme. Haben Sie das überstanden? Gar nicht. Das glaube ich nicht. Kann ich mit Ihnen reden? Ich denke, Sie sind verheiratet. Meine Frau hat mich vor 2 Monaten verlassen. 8 Jahre hat sie auf mich gewartet. Jetzt ist sie weg. Die hat ihren Überfall auf die Bank genauso wenig verkraftet wie ich. Ich werde deswegen nicht weinen. Bitte. So sieht man sich wieder. Ich habe meine Therapie abgebrochen. Was für eine Therapie? Die Angst hat die ganzen Jahre nicht aufgehört. Die Angst vor Ihnen. Wieso haben Sie damals gerade mich als Geisel genommen in der Bank? Ich weiß es nicht. Hat sich eben so ergeben. Weil ich das geborene Opfer bin? Warum haben Sie nicht eine der Frauen in der Bank genommen? Was soll das? Ihre Pistole an meinem Kopf wird mich bis in meinen Tod verfolgen. Was wollen Sie von mir? Ich bin verurteilt worden. Ich habe meine Strafe abgebüßt. Das reicht mir nicht. Da sind 75.000 Euro drin. Ich möchte, dass Sie dafür meine Frau umbringen. Sie hat einen Geliebten. Dann sind wir quitt. Du hast noch einen Deckel auf. Noch in D-Mark. Deine Geisel war vorhin hier. Gib mir einen Schnaps. Einen Doppelten. Einen Doppelten. Ja? Wo bist du? Bei dir. Gegenüber. Bist du allein? Ja. Dann komm raus zu mir. Oh Gott.
Chris, das... Ich kann jetzt nicht. Warum nicht, wenn ich fragen darf? Weil ich... Ich muss für mich Klarheit schaffen. Und du? Ich glaube, ich auch. Opa von Puccini. Tosca. Passt. Diese Aussagen stimmen hinten und vorne nicht überein. Was hast du erwartet? Also Kinder, ich will ja nicht meckern, aber auch Beamte in Bereitschaft haben mal Hunger. Du könntest mir was mitbringen. Jo. Mordkommission 2 Riedmann. Das war's dann mal. Ich schreibe mit. Ja. Nein, ich hab alles. Wir sind sofort da. Mord in der Parkallee. Der Mann heißt Stargard. Stargard? Stargard. Ja, den kennen wir doch. Das ist doch... Das gibt's nicht. Das ist die Geisel aus dem Bankraub vor... Wann war das? Vor 8... Nein, vor 9 Jahren. Der Täter hatte erst auf die Kassiererin geschossen und dann den Stargard als Geisel genommen. Arzt war er. Zahnarzt. Fällt dir noch was ein? Der Bankräuber hieß Wolfgang Lubach. 8 Jahre hat er gekriegt. Und die Frau vom Stargard, die hat einen Liebhaber. Was du dich alles erinnerst. Stargard. Ach, ich hätte nie gedacht, dass wir uns wiedersehen würden. Tut mir sehr leid für Sie, was passiert ist. Ist so schrecklich. So ein Tod. Aber Ihre Ehe war ja schon damals nicht mehr sehr gut. Nein, es wurde auch immer schlimmer. Peter war nervlich am Ende. Dann war also sein Tod die Lösung Ihrer Probleme? Was sagen Sie denn da? Wie schnell nach den Schüssen waren Sie denn draußen? Sekunden. Ich habe hier auf ihn gewartet. Dann habe ich das Auto gehört und dann die Schüsse. Hat irgendjemand was gesehen? Vielleicht der Nachbar von gegenüber. Meine Frau schlief schon. Tja, und ich war gerade im Bad. Ja, und? Ist jemand geflüchtet? Oder ein Wagen weggefahren oder was? Nein, bei Stargard war die Haustür offen. Ja, und sie kniete vor ihrem Mann, ja, und dann bin ich zu ihr rübergegangen. Mhm. Tja, das ist alles, was ich weiß. Ja, viel ist es nicht. Dieser Wagen stand vor 1,5 Stunden vor meinem Haus. Aha. Ja, Richter hier. Ich brauche mal eine Halterfeststellung. MYP 8918. Die 4 Projektile sind alle wieder ausgetreten. Wenn du mich fragst, ist aus kurzer Distanz geschossen worden. 4-5 Meter. Weißt du, wer das ist? Nee. Er war Geisel bei einem Banküberfall vor 9 Jahren. Irgendwas Besonderes? Nein. Er muss sofort tot gewesen sein. Ob Revolver oder Pistole. Aber ich schätze mal 9 mm. Der Nachbar war ziemlich schnell draußen. Und er hat gerade eben einen Wagen erkannt, der vor 1,5 Stunden schon mal hier gestanden hat. Der Halter ist ein Chris Hastings. Chris Hastings? Lass uns noch mal reingehen, Leo.
Frau Stargard? Ja? Sagt Ihnen der Name Hastings was? Nein. Entschuldigen Sie, doch, natürlich. Den hätten wir gerne mal gesprochen. Warum? Hat er was mit dem Tod von Peter zu tun? Ist das ein Freund von Ihnen? Ja. Haben Sie seine Telefonnummer? Ja. Er ist vor ein paar Minuten hier vorbeigefahren. Sag das nochmal. Peter ist erschossen worden. Erschossen? Hier bei uns auf dem Hof. Chris? Bist du noch da? Chris? Bist du noch da? Ja. Die Polizei möchte mit dir sprechen. Mit mir? Wieso mit mir? Sie warten hier auf dich. Was war das denn? Chris? Chris? Hallo? Chris? Chris, sag doch was! Der Kollege Strasser hat schon im Mordfall Bonetti mit unserem Dezernat OK zusammengearbeitet. Und der Fall gehört eindeutig zu der Geldwäscherbande, zu der wir auch Chris Hastings zugehörig vermuten. Heimann? Nein, ist schon richtig. Moment. Für dich. Strasser? Danke. Aha. Wir melden uns. Danke. Wieder. Also, Hastings liegt im Koma, wird aber wohl durchkommen, meinen die Ärzte. Können wir das alles ein bisschen genauer hören? Arturo Bonetti hat als Geldtransporteur für die Bande gearbeitet. Ähnlich sehen wir das mit Chris Hastings, obwohl wir noch nichts Konkretes gegen ihn haben. Ich denke, der Hastings war Journalist. Als Journalist fungiert er immer noch, als Tarnung. Ich verstehe das nicht. Er hat als Gerichtsreporter angefangen und hat sich dann auf organisierte Kriminalität spezialisiert. Und da hat er sich dann so reingeschafft, dass er denen irgendwann aufgefallen ist. Jetzt arbeitet er für die, oder? So ist es. So geht's auch. Aber wieso wollen die den umbringen? Soweit wir das wissen, hat er dasselbe Problem am Hals wie Arturo Bonetti. Es fehlen denen 1 Million Euro. Aber ihr habt noch nichts Konkretes gegen ihn. Aber wir haben ihn als Verdächtigen in unserem Mordfall Stargard. Ihr könnt euch ja bedienen. Sehr witzig. Ich denke, der liegt im Koma. Das betrifft uns ja auch. Frau Stargard, Sie sollten nach Hause gehen. Es passiert nichts mehr. In einer Nacht beide Männer verloren. Ihr Freund wird es überleben, wie es aussieht. Sie lassen mich nicht zu ihm hinein, weil ich nicht seine Frau bin. Ja, und wo ist seine Frau? In Amerika. Chris ist meine große Liebe. Verdächtigen Sie ihn, meinen Mann umgebracht zu haben? Och, bis jetzt habe ich keinen Grund, das anzunehmen. Bis jetzt? Ja. Denken Sie, dass ich schuld bin an dem Tod meines Mannes? So was sollten Sie mich nicht fragen. Hat Ihr Mann Freunde? Das ist eine berechtigte Frage. Niemand hat es mehr mit ihm ausgehalten. 2-3 Mal ist er ins Gefängnis gegangen, um seinen Geiselnehmer aus der Bank zu besuchen, Wolfgang Lubach. Warum? Er wollte von seinem Trauma loskommen.
Stargard. Hallo. Hallo. Wer ist denn da? Jetzt sagen Sie doch was, ich höre Sie doch atmen. Was soll denn das? Morgen. Die Wache in der Klinik bei Chris Hastings. Heute früh ein bisschen spät aufgezogen. Leo, das ist doch nicht unser Bier. Das hast du doch mitgekriegt. Doch, das ist auch unser Bier. Was wolltest du denn in der Klinik? Wir brauchen Hastings. Zumindest als Zeugen. Leo, bitte, was wolltest du in der Klinik? Sehen, ob Frau Stargard kommt. Wo sind denn die Tatortunterlagen? Ich bin noch nicht fertig. Und? War sie dort, die Frau Stargard? Ja. Vielleicht ist Hastings ja mehr als nur ein Zeuge. Er braucht dringend 1 Million. Und Frau Stargard ist jetzt reich, richtig reich sogar. 4 bis 5 Millionen. Na, guck mal. Ich wollte ja gerade sagen, jetzt sagt mal was. Es gibt noch nichts zu sagen. Wir sind sozusagen die beiden Frauen von Chris. Ist das da passiert? Ja, da ist mein Mann erschossen worden. Ich habe davon gehört. Es tut mir leid. Dann hat es sie also doppelt getroffen. Ich dachte, Sie sind in den Staaten. Hat Chris etwas mit dem Tod Ihres Mannes zu tun? Was, sowas trauen Sie ihm zu? Sie kennen ihn zwar schon seit einigen Jahren, aber ich glaube nicht, dass Sie ihn richtig kennen. Chris hat viele Gesichter. Was glauben Sie, warum man auf ihn geschossen hat? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Was sagen die Ärzte? Wird er durchkommen? Ja, er wird durchkommen. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Und dann? Weißt du noch, wo der wohnt? Ja, da drüben. Das ist noch ein bisschen früh für eine Kneipe. Ja. Dürfen wir reinkommen? Bitte. Auch Polizisten ziehen es an den Tatort zurück, oder wie soll ich das verstehen? Ja, schaut so aus. Wir wollten nur mal hören, wie es Lubach so geht. Kaffee gibt's leider noch keinen. Da hat ja auch keiner danach gefragt. Kann ich das mal sehen? Ob Sie es glauben oder nicht, wir waren gestern beide hier. Sagen Sie das noch mal. Zuerst er, dann der. Der Lubach war das erste Mal hier, seit er aus dem Knast ist. Der hat nach dem gefragt. Schon irgendwie komisch, oder? Jetzt bin ich aber überrascht. Können wir reinkommen? Nein, tragen werde ich Sie nicht. Was nicht alles so passiert, nicht? Sie sollten über den Tod keine Witze machen.
Besonders über den Tod von Stargard nicht. Ich mache immer Witz über den Tod. Das ist so meine Art. Kennen Sie den, wo der Mann den... Herr Stargard war letzte Nacht bei Ihnen? Gestern Nacht? Ja. Was Sie nicht alles wissen. Und jetzt, wo er tot ist, da kommen Sie einfach zu mir. Sie sind vielleicht der Letzte, der ihn lebend gesehen hat. Der Mörder, nicht ich. Der Mörder! Was hat er denn von Ihnen gewollt? Ausweinen wollte er sich. Meine Pistole an seinen Kopf würde ihn bis in seinen Tod verfolgen. Und das können Sie nicht verstehen? Nee. Nicht nach 9 Jahren. Und was haben Sie gemacht, nachdem Stargard wieder weg war? Ich habe Schnaps getrunken. In meiner Stammkneipe. Im Doppelten. Was denn? Sie wollen schon wieder gehen? Stargard hat ja 5 Minuten Angst. Ich habe 8 Jahre gesessen. Ich habe das komische Gefühl, dass wir uns wiedersehen. So, das wäre noch frei. Ja, danke. Arbeitet Ihre Frau nicht mehr? Wieso? Wir vermissen den Gehaltseingang. Ach so, ja. Sie ist krank geschrieben. Ist es schlimm? Nein, ich bin fertig. Werner, geh doch mal. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ihr Kollege, Herr Strasser, hat gesagt, ich soll mal vorbeischauen. Bitte setzen Sie sich. Mein Name ist Kress. Oh, Entschuldigung, Hasting. Frau Hasting, wie geht's Ihrem Mann? Ich habe da noch nicht angerufen. Unverändert. Er liegt noch im Koma. Aber es geht. Ja, solange das so ist, sind wir auf Sie angewiesen. Verdächtigen Sie meinen Mann, Peter Stargard, ermordet zu haben? Wir sind nicht sicher. Entschuldigung, das ist Herr Riedmann. Sie würden uns helfen, wenn Sie etwas mehr über Ihren Mann sagen. Was Sie hören wollen, hat mir Herr Strasser bereits gesagt. Ich kann nicht gegen meinen Mann aussagen. Ich will es auch nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, was Sie bereits wissen. Mein Mann hat 2 Leben geführt, eins mit mir und eins mit seiner Geliebten. Das haben Sie ertragen? Mein Mann hat immer volles Risiko gelebt. Und wie viel von dem Risiko war kriminelle Energie? Kein Kommentar, Herr Kress. Ja, Kress? Werner hier. Übrigens, die Frau Hasting war vorhin bei Judith Stargard im Haus. Ach nee, da wäre ich aber gerne Mäuschen gewesen. Das wollte ich dir noch sagen. Ich bin unterwegs zum Turmweg 18. Bis dann. Komm ruhig rein. Guten Tag. Strasser, wenn er hier einen Revolver findet, 9 mm, dann ist es genau der, den wir suchen. Aha. Hallo. Also, der Kollege. Wir nehmen die komplette Funkanlage mit und den Computer, hier den Rechner. Funkanlage? Würdest du deinen Liebesnächste Funkanlage aufbauen? Ja, Tag. Kommen Sie weiter. Wissen Sie, bei uns sind da noch ein paar Fragen aufgelaufen. Ach ja? Was für Fragen? Haben Sie sich mal Gedanken gemacht, warum Ihr Freund in Ihrem gemeinsamen Apartment eine Funkanlage stehen hat? Ich denke, es geht um meinen Mann. Auch. Haben Sie gewusst, dass Chris Hasting große Geldprobleme hat?
Was hat das mit dem Tod meines Mannes zu tun? Frau Stargardt, wenn ich das richtig verstehe, sind Sie jetzt reich. Oder ist das falsch? So stellen Sie sich das vor. Es gibt da auch noch eine ganz andere Möglichkeit. Haben Sie eine Waffe? Ein Revolver oder so? Haben Sie gedacht, Sie spielen keine Rolle beim Tod Ihres Mannes? Nein. Warum sind Sie so misstrauisch gegen Chris Hastings? 1,5 Stunden vor dem Mord an Ihrem Mann stand sein Wagen vor Ihrem Haus. Und 1 Stunde danach fährt er hier vorbei, hält nicht an, fragt nicht. Obwohl er das ganze Polizeiaufgebot sieht. Wie sollen wir das verstehen? Ich weiß es nicht. Nun doch, das wissen Sie sehr genau. Das ist ja wie am Bahnhof hier. Das wird der Zug mit meinem Kollegen Riedmann sein. Guten Tag, Frau Stargardt. Ich habe hier einen Durchsuchungsbeschluss. Tut mir leid. In einer Viertelstunde werden ein paar Kollegen hier sein und die Haus durchsuchen. Und was wollen Sie finden? Ein Revolver. 9 mm. Ja? Frau Stargardt, musste, dass Sie kommen. Ach ja. Dann wissen Sie vielleicht auch, dass ich hier bin, um gegen diese Hausdurchsuchung zu protestieren. Bitte nehmen Sie Platz. Warum gehen Sie jetzt plötzlich so überfallartig auf mich los? Frau Stargardt, wir können Sie nicht von einem Verdacht ausschließen. Zumindest können Sie als ehemalige Sportschützin ja mit Waffen umgehen. Aha. Sie werden in meinem Haus keine Waffen finden. Naja, sehr gesprächig ist der Wirt heute nicht. Doch, Gerd, guck mal, wie finde ich das denn? Der Luber hat einen neuen Wagen. Nein, 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 nein. Kommen Sie mal gleich mit. Schönes Auto. Ja, sehr schön. Also, wenn man hier so sitzt, kriegt man automatisch ein schlechtes Gewissen. Warte doch mal. Entschuldigung. Jerkes. Ah, Werner. Nee. Konto? Was für ein Konto? Ach, das Geld. Ja, ja. Umfeld Lubach? Wenn das sowas. Du, der hat sich gerade ein Auto gekauft, stell dir vor. Ja. Okay, Ende. Lies dir die Akte in Ruhe durch, Leo. Ich muss weiter. Also. Moment! Ja. Stargardt hat als letztes Austern gegessen, sagt die Rechtsmedizin. Der wird was gefeiert haben. Ja, ja, aber was? Ich bin sicher, du wirst es rausfinden, Leo. Also, servus. Hallo, Leo. Hallo. Wir haben den Lubach gleich mitgebracht. Wo hat denn der das Auto her? Er sagt, ein Vorführwagen. Seine Frau ist ihm abgehauen und hat ihm als Abfindung Geld dagelassen. Dann holen wir mal rein. Kommen Sie bitte. Ist das jetzt eine Festnahme oder was? Nee, das ist nicht, Herr Lubach. Die haben sich ein Auto gekauft, wie schön. Womit? Meine Frau hat mir 15.000 Euro dagelassen, als Starthilfe. Und jetzt ist sie weg. Ja. Herr Stargardt war in der Nacht vor seinem Tod bei Ihnen. Ja, das haben die beiden schon versucht, mich in einen Zusammenhang mit seinem Tod zu bringen. Ist aber nicht. Was wollte er denn von Ihnen? Er wollte wissen, warum ich damals gerade ihn als Geisel genommen habe. Ja, deswegen war er auch schon zweimal im Knast bei mir gewesen. Warum ich, war seine ständige Frage. Warum ich? Wüssten Sie darauf eine Antwort? Ich nicht. Und wie ist es dann weitergegangen? Na ja, ob ich mich dafür entschuldigen würde. Haben Sie das getan? Ja, jedes Mal. Diesmal auch. Und jetzt ist er tot. Ich habe gesagt, dass du deinen Schnaps zwischen 9 und 10 Uhr getrunken hast. Es war gut so. Die denken, ich hätte den da erschossen. Du machst richtig Karriere.
Ich habe ihn dabei nicht erschossen. Warum sollte ich? Eigentlich hätte er dann gleich hier behalten können. Lubach mietet in der Sparkasse gegenüber ein Bankfach und legt einen Umschlag hinein. Am Nachmittag zuvor hat Stargardt 75.000 Euro abgehoben. Und plötzlich hat Lubach ein neues Auto. Hey, du bist ja richtig gut. Tja, und schon sind wir wieder weg. Komm. Und sonst? Was war mit der Durchsuchung bei Frau Stargardt? War nichts. Du bist ja noch da. Und? Wie läuft's bei euch? Im Moment nicht schlecht. Was macht ihr? Die Schlinge um Hastings zieht sich immer enger. Der Computer von ihm ist eine wahre Fundgrube. Hm? Und ein Revolver? Haben wir in dem Apartment nicht gefunden. Ja, deswegen bin ich gekommen. Ach, noch was. Wir haben eine Telefonüberwachung für Iris Hastings und Judith Stargardt beantragt. Wieso Judith Stargardt? Die spielt als Freundin von Chris Hastings bei uns mit rein. Na, wenn ihr meint. Meinen wir. Und diesmal? Was wird es diesmal? Diesmal wird es vielleicht eine Festnahme, so wie es aussieht. Darf man auch erfahren, warum? Sie werden es abwarten können. Ich komme immer wieder gerne her. Herr Lubach. Herr Lubach, wenn ich mich anstrenge, habe ich morgen einen Gerichtsbeschluss, durch den wir an Ihr Bankfach können. Also wenn ich Sie wäre, dann würde ich jetzt retten, was noch zu retten ist. Stargardt hat mir 75.000 Euro gegeben. Und was sollten Sie dafür tun? Seine Frau hat einen Geliebten. Sollte sie umbringen. Dann wären wir quitt. Haben Sie es versucht? Nein. Dann am nächsten Tag, da war er tot. Was machen Sie jetzt mit mir? Ich nehme Sie vorläufig fest, wegen Mordverdachts. Was? Bei Ihren Vorstrafen unterschreibt der Richter den Haftbefehl sofort. Ja, klar. Also, ab zum Erkennungsdienst. Kommen Sie. Ich möchte einen Rechtsanwalt. Kriegen Sie. Pass mal auf. Ich hatte eben eine merkwürdige Idee. Welche? Ein Auftragsmörder lässt sich das Geld geben und dann tötet er nicht etwa die vorgesehene Person, das Opfer. Er tötet den Auftraggeber. Dann ist sein Mitwisser los und das Geld gehört ihm trotzdem. Bei Lubach kommt noch dazu, dass er Stargardt loswerden wollte. Der erinnerte ihn ständig an 8 Jahre Knast. Ah, gibt's einen Kaffee? Da steht er. Oh ja, danke. Sie lassen mich nicht auf die Intensivstation. Die Polizei ist bei Ihnen. Wer? Herr Kress? Strasser heißt er. Und Chris, ist er wach? Sie lassen mich nicht zu ihm. Wer ist das, Strasser? Sie werden sich schon daran gewöhnen müssen, Chris nicht so bald wiederzukriegen, wenn er durchkommt. Er hat nicht auf meinen Mann geschossen. Was glauben Sie, warum die Polizeiwache vor der Tür steht? Sie rechnen damit, dass er umgebracht werden soll. Wie geht es ihm? Er war vielleicht ganze 10 Sekunden bei Bewusstsein. Verdächtigen Sie ihn immer noch? Ich sehe keinen Anlass, das mit Ihnen zu diskutieren, weil ich habe da noch ganz andere Probleme. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann gehe ich jetzt. Bitte sehr. Wiedersehen. Wiedersehen. Sie kann ihn gar nicht leben. Und was wollen Sie von mir? Ich liefere Ihnen jetzt einen Anlass für ein Geständnis. Was für ein Geständnis? Wir haben jemanden gefunden, dem hat Ihr Mann sehr viel Geld gegeben. Dafür sollte er Sie umbringen. Frau Stargardt, ich warte auf Ihre Stellungnahme.
Das ist ja interessant. Was sollte er denn machen mit dem Geld? Das sage ich Ihnen lieber nicht. Wenn das stimmt, was Leo sagt, dann haben Auftraggeber für Mord in Zukunft ganz schlechte Karten. Tja, wer anderen eine Grube gräbt. Na, ihr seid ja immer noch da. Du, wir dachten, wir helfen dir ein bisschen. Ist doch lieber allein. Hier, das könnt ihr gleich mitnehmen. Genau 60.500 Euro. Mhm. Plus Anzahlung für das neue Auto, 75.000 Euro. Und jetzt raus hier bitte. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Als sie hier ankamen nach den Schüssen, was war da? Ja, sie kniete bei ihrem Mann. Sie hatte seinen Kopf in beiden Händen und sagte, sag was, Peter, sag was. Aber da war ich schon tot. Tja, trotz der aufgeregten Stimme war sie seltsam gefasst, die Frau Stargardt. Überlegen Sie, ob sie selber auf ihren Mann geschossen hat? Ersparen Sie mir die Antwort. Ja, sonst wären Sie nicht hier. Wir suchen immer noch nach der Tatwaffe. Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Danke. Stargardt? Hallo? Was wollen Sie? Sprechen Sie mit mir oder lassen Sie mich in Frieden. Ich habe gesehen, was Sie gemacht haben. Ich will Geld. Sie sind ja jetzt reich. Ich melde mich wieder. Legen Sie nicht auf, bitte. Hallo? 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 Wollen Sie nicht reinkommen? Es ist so kalt. Nein, nein, danke. Ich muss gleich weiter. Wieso kommen wir nicht weiter? Alibi von Luba schützt ihn vor gar nichts. Weil das überhaupt kein Alibi ist. So weit sind wir schon mal. Die meiste Zeit war er doch allein. Bis auf den Schnaps in der Kneipe. Und das war kurz nachdem ihm Stargardt das Geld gegeben hat. Und jetzt? Jetzt brauchst du einen Revolver. Und den habe ich bei Lubach nicht gefunden. Aber deine Theorie, dass der Killer den Auftraggeber umgebracht hat, die ist genial. Und wie geht's euch? Früher gab's hier mal Kaffee. Möchtest du einen? Ja. Wir haben den Wagen von Hastings zerlegt. Und was haben wir gefunden? Zwei Schuss Revolvermunition, die waren ihm unter den Vordersitz gefallen. Das war's auch schon. Danke. Und wo ist die jetzt, die Munition? Schon beim LKA. Und Strasser, hat der denn schon was erreicht? Keine Ahnung, der hockt die ganze Zeit in der Klinik und wartet drauf, dass Hastings zu sich kommt. Schönen Tag noch. Dir auch. Was schaust du mich so an? Ach so, kann sein, kann nicht sein. Die Munition allein macht den Hastings nicht zum Mörder. Ja, Kess. Ah, Strasser. Wir haben auch was für dich. Ja,
Ich komme gleich vorbei, muss vorher noch zum Haftrichter, ja? Also bis gleich. Guten Abend. Ich warte auf ein Geständnis. Ja, das sollte ich auch tun. Ah, und deswegen bist du hier? Nee. Wir wollen in die Wohnung vom Hastings. Wer wir? Redmann und ich. Es gibt nichts in der Wohnung, was wir nicht in der Hand hatten. Trotzdem. Bitte. Das fehlt auch noch. Der Hastings ist vor wenigen Minuten verstorben. Würden Sie Frau Hastings das bitte sagen? Ja, ich fahre dann gleich zu Frau Stahlwerk. Der Ermittlungsrichter hat Ihren Mann freigegeben. Sie können ihn jetzt beerdigen. Danke. Sind Sie nur deswegen gekommen? Ist da was passiert? Sie waren in der Klinik? Ja. Chris Hastings ist vor einer halben Stunde gestorben. Ich habe meine Liebe verloren. Ist er noch mal zu sich gekommen? Nein. Das ist jetzt Ihre große Gelegenheit. Meine Gelegenheit? Ja. Wenn Sie jetzt sagen, mein Freund Hastings hat meinen Mann erschossen, dann muss ich das so hinnehmen, der ist ja tot. Polizisten haben eine merkwürdige Vorstellung von Menschen. Sie vergessen, dass ich eine Mordkommission leite. Und da muss man alle möglichen Vorstellungen haben. Zum Beispiel, dass Chris Hastings unter dem Verdacht steht, ihren Mann erschossen zu haben. Weder Chris noch ich haben meinen Mann umgebracht. Hören Sie sich das mal an. So. Ich habe gesehen, was Sie gemacht haben. Ich will Geld. Sie sind ja jetzt reich. Ich melde mich wieder. Legen Sie nicht auf, bitte. Wann hat er angerufen? Heute Vormittag. Und hat sich nicht mehr gemeldet? Nein. Oh, vergessen Sie es. Wahrscheinlich war das nur ein Trittbrettfahrer. Wollen Sie Ihren Anwalt dabei haben? Brauche ich einen? Könnte sein, ja. Wieso? Herr Lubach. Ihr Alibi für die Tatzeit, in der Stargard erschossen wurde, ist ein bisschen schwach. Das können wir kaum so stehen lassen. Hören Sie doch auf. Ich sitze doch bloß in Urhaft, weil ich schon mal im Knast war und Sie sonst keinen haben. Sie irren sich, Herr Lubach. Auf unserer Liste stehen Sie ganz oben. Warum soll ich ihn umgebracht haben? Der kommt mit 75.000 Euro zu Ihnen. Sie sollen seine Frau umbringen. Ja, das habe ich ihm gesagt. Was geht Ihnen da durch den Kopf? Was? Was geht mir da durch den Kopf? Na, zum Beispiel, warum bringe ich Stargard nicht um? Ein schlechter Mensch, einer, der will, dass ich für ihn töte. Das Geld gehört mir und niemand weiß was davon. Frau Hastings, hier ist Judith Stargard. Störe ich? Nein. Ich wollte Ihnen sagen, wie leid mir das alles tut. Und ja, wie schade ich es finde, dass wir uns nicht unter anderen Umständen kennengelernt haben. Ja, das ist wirklich schade. Ich weiß auch nicht, wie es weitergehen soll. Ich stehe mit nichts da. Chris hat irgendwo Dollar gebunkert, aber ich komme nicht an sie ran. Ich weiß nicht, wo er sie versteckt hat. Frau Hastings, ich würde mich sehr gerne mit Ihnen mal treffen.
Warum? Warum? Ja, vielleicht, weil... Weil ich glaube, dass ich Ihnen was schulde. Wegen Chris. Wollen wir uns treffen? Es klingelt gerade an der Tür. Ich rufe Sie gleich wieder an. Mein täglicher Besuch. Kommen Sie rein. Danke. Legen Sie ab. Nein, danke. Ja, kommen Sie. Ich würde eigentlich lieber in die Küche. Ja, wie Sie möchten. Kann ich Ihnen einen Tee anbieten? Nein, danke, es dauert nicht lange. Wie weit sind Sie eigentlich mit Ihren Ermittlungen? Oh, wenn alles gut geht, ist der Fall bald gelöst. Ach, wie kommt das so plötzlich? Arbeitsteilung. Den Tod von Hassing wird mein Kollege Strass erklären und den Mord an Ihrem Mann. Kommen Sie, ich zeige Ihnen was. Wollen Sie immer noch leugnen? Das Leben war einfach nicht mehr zu ertragen mit ihm. Frau Stargardt, ich nehme Sie vorläufig fest, wegen des Verdachts, Ihren Ehemann ermordet zu haben. Ich bin ihm nur zuvor gekommen, das wissen Sie. Es kommt Ihnen vielleicht hart vor. Aber das wird Ihnen vor Gericht nicht helfen. Kommen Sie.